Und ein reflektierter Mensch wäre jetzt vielleicht ganz lieb zu seinem Mann gegangen und hätte gesagt, Schatzi, kannst du mir vielleicht mal helfen? Ich bin jetzt gerade total überfordert. Ich schaffe das körperlich nicht. Ich musste irgendwas aufschrauben und das war mir zu anstrengend. Und in meinem Kopf hat sich aber eine Geschichte abgespielt. Ich meine, sowas passiert euch bestimmt nicht, aber mir ist das halt passiert. Und ich habe mich beobachtet, während ich diese Geschichte mir zurechtgesponnen habe und habe gedacht, jetzt sitzt er da drin, wer weiß, was der wieder Blödes am Computer macht, macht wahrscheinlich, liest da irgendwelche Facebook-Sachen und ich bin hier alleine am Arbeiten. Und statt dass ich dann zu Frank gegangen bin und gefragt habe, Schatzi, kannst du mir mal helfen, ich schaffe das da nicht, kam nur ein Satz, ist das wichtig, was du da machst? Jetzt hätte Frank ja auch, nett wie er ist, reagieren können und sagen können, Schatzi, bist du überfordert? Geht's dir nicht gut? Ist irgendwas los? Ne? Wie ein normaler Mann doch so reagieren könnte. Aber Frank hat eben genauso reagiert. Nämlich das ist die Reaktion. Meine Reaktion hat in ihm eine Gegenreaktion ausgelöst. Und die Gegenreaktion war, du greifst mich schon wieder an, bin ich nicht gut genug? Das heißt, wir hatten innerhalb von 2 Minuten, haben wir uns so beschimpft und Frank hat sich ungerecht behandelt. Schon wieder Ungerechtigkeit. Genau, die Ungerechtigkeit. Ich war im Stress und völlig überfordert. In meinem Kopf ist das Gefühl von mangelnder Wertschätzung entstanden, weil Frank hat mich ja nicht wertgeschätzt, der sieht nicht mal, dass ich diese blöde Arbeit mache. Und letzten Endes war es einfach ein Missverständnis. Und das führt, ich sag mal, bei noch weniger bewussten Menschen, kann das zu einem riesen Krach führen, zu Verletzungen ohne Ende. Was wollte ich damit sagen? Mhm. Weil wir haben so ein paar Punkte hier aufgeführt, aber das ist im Grunde genommen alles zusammengefasst und die meisten von euch werden das kennen. Und tatsächlich kann aus so einer, ich sag mal, Banalität, die es im Grunde genommen war, eben im Zusammenhang mit dem, aus der Erinnerung, was das alles mit mir gemacht hat oder wo das herkommt, kann ein Streit entstehen, dass Paare, Partner, Kinder, Eltern gar nicht mehr miteinander sprechen oder tagelang oder wochenlang sich nicht mehr angucken, nur aus einer missverständlichen Situation heraus. Und dann kommt das ganze Alte hoch, man holt alles auf den Tisch und alles ist plötzlich wieder da. Und das sind eigentlich nur die Auslöser, die wir mal kurz auffinden wollten. Und das haben wir kurz. Ich glaube, die Resultate haben wir gerade schon mit erwähnt. Es führt zu Streit, es führt zu Rückzug. Also Frank ist zum Beispiel jemand, also wir sind ja auch verschiedene Typen von Menschen. Das heißt, der eine braucht den Streit und geht dann in den Konflikt. Der nächste zieht sich zurück. Frank zieht sich dann gerne zurück, der geht dann. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man einen Partner hat, wenn man doch so gerne jetzt mal seine Emotionen loslassen will. Und der Partner sagt, dann gehe ich laufen und ist weg. Das geht überhaupt nicht. Hinterlässt bei mir dann auch immer so ein Gefühl von ohnmächtig sein. Also ja, das Resultat sind dann übersprudelnde Emotionen. Man verletzt sich gegenseitig. Und weist sich gegenseitig die Schuld zu, wenn du nicht dann und wenn du das nicht gesagt hättest. Aber letzten Endes ist das überhaupt nicht mehr die Ursache. Die Ursache ist eben ganz, ganz, ganz früh entstanden mit dem Beispiel einfach an dem Punkt, weil ich überfordert war und weil ich mich nicht geäußert habe. Und dann entstehen Konflikte und ganz oft führt es einfach zur Trennung. In ganz, ganz vielen Fällen. Und mein Frank und ich sind jetzt seit 40 Jahren zusammen. Wir haben oft Situationen gehabt, wo ich mich nicht verstanden gefühlt habe oder Frank sich nicht verstanden gefühlt hat. Und das Ziel, was wir jetzt mit dem Querdenker und auch mit diesem Thema euch mitgeben wollen, das ist, dass wir diese Ursache von Konflikten transformieren. Und für uns ist es genial, dass wir Matrix 2Point haben, dass wir einfach diese Methode entwickelt haben. Wenn wir erkennen, dass wir in so einem Konflikt drinstecken, der ja, wie gesagt, auch innerhalb von Sekunden sich zeigen kann, dann steckt man in einem Konflikt. Und in dem Moment
gehen wir raus aus dieser Situation und betrachten sie von außen. Weil diese gekoppelten Emotionen, die aus diesen Erinnerungen kommen, die halten uns ja einfach in alten Mustern gefangen. Und es reicht nicht, wenn ich vom Kopf her sage, ich würde das gerne verändern. Selbst wenn ich es gedanklich verändere, habe ich meine alten Konditionierungen ja immer noch nicht verändert. Das heißt, in der nächsten Situation reagiere ich wieder genauso, weil ich ja einfach diese Emotion noch nicht transformiert habe. Und da hilft uns einfach die Methode. In dem Moment, wenn ich die Emotion erkenne, und manchmal dauert es ein bisschen länger, dann ist es nicht sofort da. Aber wenn es dann da ist, dann kann ich hingehen und sagen, okay, ich habe das jetzt von außen betrachtet und ich sehe, dass ich aus der Überforderung heraus und dass Frank eigentlich überhaupt nichts gemacht habe. Ja. Und das dann zu beobachten und dann gehe ich einfach mit Matrix ins Feld und dann gehe ich der Ursache auf den Grund, aber ich muss nicht in der Vergangenheit wühlen. Ich muss nicht gucken, okay, wo kam das jetzt her? Hat mein Vater mal irgendwas zu mir gesagt oder hat meine Mutter irgendwas zu mir gesagt? Sondern ich transformiere einfach nur diese gebundene Emotion, die eben an dieses Gefühl gekoppelt ist. Und was jetzt hier unten steht, ist, Emotionen sind Energien. Das heißt, wenn ich eine Emotion habe, produziere ich dabei eine Energie. Und dann sende ich eine bestimmte Frequenz aus. Weil ich habe zu Frank, ich hab dann tatsächlich gesagt, ich habe doch gar nichts gesagt. Da sagt er, doch, du hast mich angegriffen, du hast mich beschuldigt, ich würde hier irgendwas machen, was nicht wertvoll ist. Und dann habe ich, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nur nett gefragt, ob das wichtig ist, was du da machst. Aber ich weiß genau, die Frequenz, die ich ausgestrahlt habe, da war ein ganzer Dialog dabei. Was machst du da? Hast du nichts anderes zu tun? Kannst du mir nicht mal helfen? Siehst du nicht, dass ich Hilfe brauche? All das habe ich in diesem Einsatz. Ist das wichtig, was du da tust? Und wir Männer spüren so etwas. Ja, wir Männer. Frank hat wirklich alles, was ich in dem Moment gedacht habe, hat er gespürt. Diese Frequenz, die ich aber ausgestrahlt habe, die ist frei wählbar. Und das ist eine Erkenntnis, die ich ganz, ganz, ganz wichtig fand. Ich kann wählen, wie ich mit der Situation umgehe, das heißt, wie ich auf Frank zugehe. Aber Frank kann auch wählen, wie er darauf reagiert. Weil wenn wir alle bewusst sind, was gerade mit uns passiert, dann ist es auch für denjenigen, der sich angegriffen fühlt und der tatsächlich auch auf irgendeine Art ja auch angegriffen wurde. Aber dann ist es auch für den möglich, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich wähle jetzt nicht zu reagieren, sondern ich wähle, dich zu fragen, ob alles okay ist, ob es dir nicht gut geht, ob du gerade ein Problem hast, kann ich dir irgendwie helfen? Das heißt, ich wähle statt die Reaktion von Wut oder Unverständnis oder Rückzug, wähle ich einfach die Frequenz der Liebe. Und wir können immer wählen. Und das ist das, was wir ja auch gerne in den Seminaren mit auf den Weg geben. Weil die Situation ist, die ist, Punkt. Das Einzige, worauf ich in jeder Situation Einfluss habe oder was ich verändern kann, ist meine Emotion, mein Gefühl und meine Energie dazu. Alles andere nicht, weil die Situation ist, ob das mit dem Partner ist, ob das in der Firma ist, ob das mit der Familie ist, die ist. Das Einzige, was ich wirklich in der Hand habe, ist meine Reaktion, meine Emotion zu dieser Situation. Und das ist die große Herausforderung. Und wenn wir bei unserer Beziehung bleiben, so wie Frank am Anfang gesagt hat, warum wir das so lange miteinander ausgehalten haben. Ich glaube, etwas, was Frank und ich schon immer gemacht haben, ist, wir sind beide rausgegangen aus der Situation in den Beobachter. Und der Beobachter lacht sich eigentlich nur schlapp. Der Beobachter sieht das Verhalten und sieht, wie lächerlich die Situation ist. Und
Wir haben 11 Tipps aus unserer langjährigen Beziehung so zusammengesucht und wir haben vor, 3 Querdancer zum Thema Beziehung zu machen und ihr bekommt heute erstmal die ersten 3 Tipps. Und der erste Tipp ist die Erkenntnis, dass uns dieser Konflikt überhaupt nicht zum Ziel führt.